Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Dr. Weiland, es ist mir immer wieder eine Freude, Ihnen zuzuhören, auch wenn ich nicht unbedingt immer zustimmen kann. Was wir jetzt beantragen, ist auch das, was im Koalitionsvertrag steht. Und es ist in der Tat so, dass wir die Sachen ernst nehmen. Und es soll ja nicht so bleiben, wie es mal war, auch wenn Sie das jetzt mit Genuss wieder aufzählen. Ich habe schon darauf gewartet. Ich dachte, ich kenne das schon auswendig, aber es darf ja immer noch mal gesagt werden. Es ist ja geübte Praxis, dass die Landesbeteiligungen an Stiftungen und sich beteiligen. Und auf dem Weg kann ein Land natürlich auch Ziele aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Kunst und Kultur sowie Forschung, Wissenschaft und Technologie sowohl über erwerbswirtschaftliche, auch gemeinnützige Unternehmen umsetzen. Auch Rheinland-Pfalz hält in diesem Sinne über 100 unmittelbare und mittelbare Beteiligungen, die sich zum Großteil in unserem Bundesland befinden. Vorausgesetzt wird dabei immer gemäß § 65 der Landeshaushaltsordnung, also das Vorliegen eines wichtigen Landesinteresses, das durch die Beteiligung besser und wirtschaftlicher erreicht werden kann, oder die Sicherung eines angemessenen Landeseinflusses. Im Rahmen der Konsolidierungsstrategie hat sich die Landesregierung nun vorgenommen, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass bestehende Beteiligungen überprüft werden. Und dieser Prozess muss nach unserer Meinung unbedingt transparent gestaltet werden. Zum einen für uns als Parlamentarier, aber vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger, die ein berechtigtes Interesse haben zu wissen, wofür ihre Gebühren und Steuergelder eingesetzt werden. Daher unterliegen auch die Beteiligungen der parlamentarischen Kontrolle über die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel. Und im Landtag wird ja regelmäßig durch den Beteiligungsbericht im HUFA informiert, und zwar alle 2 Jahre wird der Beteiligungsbericht auch beraten. Zudem nimmt Rheinland-Pfalz der Public Corporate Government Codex eine wichtige Aufgabe wahr, indem dort Regeln und Handlungsempfehlungen für die Steuerung und Leitung und Überwachung von Landesbeteiligungen aufgestellt ist. Und diese richten sich nach international und national anerkannten Standards, guter Unternehmensführung, und Ziel ist es, für eine dauerhafte Verbesserung der Leitung und Überwachung der Unternehmen durch ihre Organe zu sorgen und damit die Transparenz der Entscheidungsabläufe in den Landesbeteiligungen steigern und das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmensorgane stärken. Dabei schreibt der PCKK auch vor, dass die Geschäftsleitung der Unternehmen für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen hat und darauf hinwirken soll, dass diese auch durch die Konzernunternehmen beachtet werden sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Stichwort Compliance ist mehr als ein reines Kontrollinstrument. Das Einhalten von Recht und Gesetz schafft Glaubwürdigkeit, und diese Glaubwürdigkeit schafft wiederum Vertrauen. Sowohl in die Unternehmen mit Landesbeteiligung, aber auch gleichzeitig in das Land Rheinland-Pfalz als Anteilseigner. Und daher sprechen wir uns für die Überwachung und Einhaltung und eine entsprechende Berichterstattung an das Parlament aus. Und liebe Kollegen, es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die bestehenden Beteiligungen weiterhin effizient geführt werden und für die Öffentlichkeit transparent und nachvollziehbar sind. Und gerade bei Unternehmen der öffentlichen Hand ist es für jeden von uns nachvollziehbar, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen möchten, wofür die öffentlichen Gelder eingesetzt werden. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.